Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 vom Arbeitslosen zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, geht es euch gut. Ihr seid so gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. In der letzten Folge haben wir das Bauernhaus versetzt, die Schafstall verkauft. Haben wir ja in der vorigen Folge. Und jetzt haben wir eben da eine große Fläche. Die wollen wir jetzt wieder zum Feld machen. Dazu haben wir den Tiefen locker geholt. Da gibt es eine Mod auf Mod Hub, der was ich da erlaubt, hier Felder zu machen mit deiner Dinger, auch mit dem Gruber. Ich liebe das lieber mit dem tiefen Locker aus wie mit dem Pflug, aus dem einfachen Grund, weil man schöne Kanten machen kann. Ich habe jetzt das Ding nur gemietet, nicht gekauft. Jetzt Feld begrenzen. Ja, schon. Das ist nicht so realistisch immer. Hier eine große Feldkante hat. So. Die sollte vermeiden, den Ausreißer nach außen. Solange es über den Ohrenausreißer nach außen bleibt, ist es mir egal. Bleibst nur bei den Ohrenausreißer da. So, da haben wir uns wieder ein Stückchen Feld zurückgehen. Ah, jetzt muss ich gerade schnell versitzen. Also gerade schnell versitzen, dass der Helfer was zu da hat. Bin ich gerade dabei, wie wir beim letzten Mal auch gemacht haben, die Felder umzusehen mit Gerste. So. Aber bei der Sache bleiben können. Wir haben nämlich nachher den Begrenzer außer. Dann lassen wir einen Helfer nämlich den Rest vom Feld da. Um tiefen lockern. Weil ihr so oder so dann den Steinsammler da einsetzen werdet. Oder muss kurz.
Na, alles wird er. Hat er dann das richtige Feld? Das richtige Feld, das andere ist auch ein richtiges Feld. Wohin ist es gerade wieder jetzt zurück? Zwei, drei Strich noch. Dann tut der Helfer nämlich auch losrennen. Und wieder Storner. Fürs nächste. Für die nächste Runde Keuch. Jawohl. Schramm macht jetzt hier fertig, das passt gut. Jetzt da die Lastung da hergestellt. Die Wolle, das geht ganz gut mit dem, sag gleich, mit den Autolud. Das war mir jetzt eingefallen, wie es noch heißt. So, jetzt schauen wir gerade mal da rauf. Da ist der da. Den können wir auch versetzen. Wenn wir herum sind. Sind die Helfer auch schon fertig. Am Straßenrand. Die drei Birken werden wir da lassen. Die werden jetzt nicht extra umhauen. Sendemast wollte jetzt erst auch um mit da, aber ich mir gedacht, nein, den lasse ich jetzt lieber da. So. Wo ist er denn? Da hätte der Name King besser passt. Bei Fuß? Jawohl. Brava! Ah, bist du ein ganzer Braver. Ah, der hat das Folgen nicht mehr inne. Wenn der am Gassi gehst oder was? Per Fuß streicheln. Hat das nicht mehr. Oblivion. Ja, eine faszinierende Nummer. Okay. So.
Na, schauen wir mal. Das war jetzt halt. Da wollte ich eine. 40.000, jetzt war ich wieder, was ich wollte. So, jetzt hat 40.000. Mal zusammenbringen. 10 Ohren Eisholz. Bei Traktoren. Auch noch nicht fertig, okay. Er ist nicht fertig, Yggdrasil. Da müssen wir die Steine einsammeln, das passt auch. Es läuft, meine lieben Sportsfreunde. Dann nutzt nichts, auch wenn ich nicht möchte, dann kann. Landini nehme ich nicht dazu her, dann nehme ich den Unitraktor her, nehmen wir dazu. Für die Zapfen. Ich werde die schon ein bisschen dann konfigurieren. Plattform. Plattform mit der 3-Punkte-Aufhängung. Ja, was hat der? Wenn wir es realistisch ein bisschen haben. Ich weiß schon, das war ohne stark gegangen. Ach du, soll ich die 5000 um Sist ausgeben? Ja, um Sist. Um Sist ist der Todsack und der kostet das Leben. Da wie gesagt machen wir nämlich nachher da ein Feld draus. Funktioniert nicht. Ich soll mir ja was denken. Aber ich schon gewartet, bis die Dinger vom Einsatz hier zurück sind. Zumal die 5000 um Sist ausgeben. Passt.
Schauen wir mal, was wir da alles unterhängen und wieder zurückgebauen. Kalksteuer, da hängen wir um. Ist ja das schon mal was. Aber er ist schwach. Noch auf Grundgewicht überheben können. Gut, was schaut so ein Steinsammler aus? Aber wer da schwarz ist, schätze ich mal. Das ist die Kurve. Kann man nutzen. Wenn es wenigstens nicht ganz umsiehst. Wenn es wenigstens nicht ganz umsiehst. Brauche ich den Kurve überhaupt? Im Moment ja nicht, weil. Wir haben bei einer direkten Saatmaschine. Dann gehen wir den her. Schon haben wir es beendet. Der Scherar hat es beendet. Wenn wir jetzt eigentlich keine Missionen auch mehr machen. Und Mais bauen wir ja auch nicht durch. Und bevor wir das Ding neu lackieren und wir brauchen ja sonst so irgendwann noch mehr einen Gressern, können wir ja genauso gut verkaufen. Kann man jetzt immer wenigstens einen Teil wieder von dem, was wir vom Umbau ausgeben haben. Ja, die kann man jetzt übersehen. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Das Ding mit der Kanten. Und das habt ihr jetzt auch nicht gesehen. Da war schon normal so getauft, man sieht das zwei Geräte und dort sind umbauen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das zwei Geräte wären. So. Jetzt war es 70 Liter, ich komme sowieso nicht am gleichen Tag.
Er ist jetzt auch gleich fertig. Passt hervorragend. Dann schauen wir, dass man wenigstens nur das Heuer reinkriegt. Dabei fahren wir den anderen weg. Der ist auch gleich fertig. Ich liebe den einfach, dass der nur zum Einsatz kommt. Ich wasche jetzt nur, weil dass ich den brauche einen Steirer nämlich. Wie viel, wo ich einen Großtraktor, dass man das zulegen kann. Also, die alle repariert. Da steht ja die Mirakel. So. Der. Ah, da haben wir noch Raps drin, schon, ja. Wieso das? So. Die kloppen wir jetzt zusammen. Und dann stellen wir den gleich auf Raps um. Tigern wir die, mit dem gleich los fürs Steine sammeln. Ah, mit dem Ladewagen. Da machen wir einen Ladewagen. So, jetzt müssen wir auf. Das geben wir jetzt zurück, das Gerät. Das brauchen wir ja nicht mehr. Da den Steinesammler mitten findet. Da nicht.
So. Dünken muss gewalzt werden. Mindestens müssen wir es nicht korken. Passt. Wir müssen es nicht korken. Nur die Wogen war schon gerecht mitnehmen ins Spiel. Ja, schau mal, 40.000 Euro brauche ich für den nächsten Bauabschnitt. Heu habe ich jetzt noch inner 57.000, dann können wir dies eigentlich aus, könnte man eine Ladung aus Silage reinhauen oder zwei. Da jetzt hier mal so, so machen wir halt ein bisschen länger die Folge. Schon aus der Außenansicht, dass ich die so ein bisschen gekriegt habe. Da haben wir ja Mäuse in Silo. Und kaufen Heu dazu, wenn sie es. Ich glaube, wir machen das eher so. Wir machen das so, dass wir eher, dass wir dann dazu kaufen. Aber im Moment haben wir ja eine Partie weniger zum Versorgen. Was kriegt man bei denen? Ja, schau, das mit Kriegern, ja. Mit Kriegern, ja. Aber ich kann auch keinen Diesel produzieren. Es ist 300 Stunden 1 kriegt man jetzt für den. Für die Silage. Kriegen wir für die Silage. Und da haben wir jetzt, was haben wir jetzt hin mit dem Silo? Im Silo, im Fermentiersilo. Haben wir jetzt 32 Liter in der 10 sind jetzt da, 16 sind jetzt da in der. Der nächste größere Schwung kann man da erst dann wieder dazu, außer mit Kraftfahrt und dann nochmal Stroh dazu, eine Ladung, so 60.000 Liter. Das könnte man natürlich auch machen, gell?
So. Beim Pressen war natürlich auch geil, aber dann muss man wieder einen Sammelwagen dazu holen. Oder was mit dem Frontlader machen. Also ich persönlich finde das nur gut, das Bäumpressen so im Multiplayer, wenn man zu mehreren ist. Einer presst, einer sammelt. Je nachdem, wie viel Leute dass man natürlich ist, gell, das ist natürlich auch klar. Ist natürlich auch klar. Aber na gut, ich werde jetzt nur den Rest in Silo reinhauen, meine lieben Sportsfreunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde einen Tag früher skippen. Dann schauen wir mal, wie viel Geld das wir dann auf dem Konto haben. Oder vielleicht sogar 2 Tage früher skippen. Vielleicht gehen wir in der nächsten Folge den neuen Bauabschnitt durch vom Hof. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, mein Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.